Tour unterbrochen, Ex-DSDS Stanefio musste vor Gericht. Von der Bühne in den Gerichtssaal. Nefio Passaro, 37, reist eigentlich zurzeit mit seiner nordsüdlich von hier Tour quer durchs Land. Jetzt musste er seine Konzertreihe jedoch unterbrechen und einen ungewollten Zwischenstopp einlegen. Der Ex-DSDS-Kandidat stand vor Gericht. Am vergangenen Wochenende verteidigte sich der Sänger vor dem Landgericht Hamburg gegen den Musikproduzenten. Grund dafür waren Urheberrechtsstreitigkeiten vergleich drei Songs. Beteuerte, dass der ehemalige Produzent nicht an der Entstehung dieser Lieder beteiligt gewesen war und bekam vom Gericht Recht. Seinen Sieg kostete der frisch gebackene Papa gleich mit einem Post auf Facebook aus: Danke an die Justiz für die heutige Offenlegung der Tatsachen und Bestätigung nichts als der Wahrheit. Komma im Namen und Sinne aller Autoren dieses Landes, und nicht nur, lasst euch nicht verarschen und traut euch, wenn euch Unrecht getan wird. Ganz egal von wem. Diesen Seitenhieb gegen sich ließ dann aber nicht lange auf sich sitzen und zeigte seinem Gegner auf einem Instagram-Bild den Vogel. Dazu fragte er: Nefio wer? Als Musikproduzent arbeitete er unter anderem schon mit Bands wie Selig, Rammstein und Depeche Mode zusammen.